Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wohin steuern wir? Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der Böll-Landesstiftungen, eine Diskussionsveranstaltung, die vielleicht auch und vielleicht treffender heißen könnte: Putins Krieg gegen die Ukraine statt Russlands Krieg. Diese Differenz zwischen Diktator und Bevölkerung wird ein wichtiger Punkt sein in unserer heutigen Diskussion, zumal sich ja die Frage stellt, wie einsam Putin seine Entscheidung trifft, ob wir also Hoffnungen darauf setzen dürfen, dass sich nicht allein in der russischen Bevölkerung, sondern auch in den russischen Eliten Widerstand formiert. Das wäre dann der entscheidende Unterschied zwischen Russlands Krieg oder Putins Krieg. Mein Name ist Henning Bleil, ich arbeite in der Landesstiftung Bremen und ich begrüße Sie stellvertretend für die Kolleginnen auch der anderen Böll-Landesstiftungen, die sich für die heutige Diskussion zusammengefunden haben. Uns alle macht der Angriffskrieg auf die Ukraine fassungslos und es stehen Dinge im Raum, die vor wenigen Tagen kaum denkbar waren. Die Bombardierung ukrainischer Städte, die Flucht von bereits 1 Million Menschen, die Gefahr einer gewaltsamen, dauerhaften Teilung in eine Ost- und eine Westukraine oder sogar das Szenario einer atomaren Auseinandersetzung. Es gibt auch aus deutscher Binnenperspektive sozusagen elementare Dinge, die wir nicht für möglich gehalten hätten, zum Beispiel die Reaktivierung einer allgemeinen Dienstpflicht, die nun im Raum steht, oder dass der Kanzler plötzlich ein Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Tisch legt, oder dass ein grüner Minister die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken prüfen lässt. Aber um all das geht es heute Abend nicht. Es geht nicht um innerdeutsche Debatten und schon gar nicht um deutsche Befindlichkeiten. Stattdessen liegt der Fokus auf der dramatischen Situation vor Ort in der Ukraine und auf der Frage, womit dort jetzt zu rechnen ist und welche Szenarien wiederum in Russland denkbar sind, auch angesichts einer möglichen Verhängung des Kriegsrechts dort. Und schließlich wollen wir auch diskutieren, welche Wirkungen wirtschaftliche Sanktionen auf Moskau haben können. Über all diese Fragen sprechen wir mit unseren drei Gästen, über deren Dabeisein wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Natalia Prionitska. Du bist Politologin und betreibst von Berlin aus das Internetportal Ukraine Now und bist erst vorgestern aus der Ukraine zurückgekommen. Herzlich willkommen. Mit dabei ist Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, und Stefanie Harter, die Leiterin unseres Moskauer Büros. Herzlich willkommen. Die Moderation übernimmt Sonja Zekri von der Süddeutschen Zeitung. Wir alle zusammen sind 300 Personen im YouTube-Livestream sind wir noch einige mehr. Und deswegen ist die allgemeine Beteiligungsmöglichkeit heute auf den Chat begrenzt, aus dem aber einzelne Fragen durchaus aufgegriffen werden können. Und nun geht es weiter in der Regie von Sonja Zekri. Dankeschön. Ja, lieber Henning Bleil, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend eingeschaltet haben. 300 Leute an diesem Abend, das zeigt, wie sehr das Thema alle bedrückt, wie sehr dieser Krieg, der ja wirklich sich abspielt, ein paar Stunden von uns entfernt. Ich habe heute gelernt, die Ukraine ist uns näher von Berlin aus betrachtet als Bayern, was ich gar nicht wusste. Es ist etwas, was uns ganz direkt betrifft und ich freue mich bei allem, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wann dieser Krieg endet, wir wissen nicht, wie er endet. Aber einige Dinge kann man doch versuchen zu analysieren. Und das möchte ich heute tun mit Stefanie Harter, Manfred Sapper und mit Natalia Prihornitska, die ich jetzt gerade nicht sehe. Ich würde nämlich sehr gerne die erste Frage an Sie richten, wenn Sie sich wieder zuschaltet. Ich bin Oder? eigentlich zugeschaltet. Ah, warten Sie. Wunderbar. Da sind Sie. Hervorragend. Frau Prianitska, Sie sind gerade wiedergekommen aus der Ukraine, buchstäblich vor wenigen Stunden. Wo waren Sie und was waren Ihre Eindrücke? Ja, guten Abend meinerseits. Vielen Dank für diese Veranstaltung und vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich dringend, über die Ukraine zu sprechen. Ich bin in die Ukraine am 14. Februar gereist.
Weil die große Gefahr bestand, dass der Flugraum geschlossen wird über die Ukraine. Wir haben die Meldungen vom 9. Februar gehabt und ich habe meine Familie, die in Kiew war, meine Schwester mit Kindern, meine Oma und andere Verwandte besucht und auch mit der großen Sorge die ganze Situation natürlich schon betrachtet, beobachtet. Wir waren auch die ganze Zeit in der Hauptstadt und sind kurz eigentlich vor dem eigentlichen Angriff etwas östlich ausgereist und haben eigentlich auch geplant, dass wir am Samstag, wir sind glaube ich am Mittwoch gereist und wollten am Samstag aber schon zurück, weil wir wollten die Oma, die andere Oma besuchen, die ein bisschen westlicher wohnt. Natürlich mit Hintergedanken, dass wir die Nachrichten verfolgt haben, alle die Sitzungen, die in Russland stattfanden. Und ich muss sagen, was mich so beeindruckt hat, die Stimmung in der Ukraine war sehr gewissermaßen angespannt, aber das normale Leben lief trotzdem weiter. Und obwohl wir Nachrichten gelesen haben, obwohl wir die Truppen an den Grenzen beobachtet haben, unser Menschenverstand hat eigentlich zu uns gerufen, es wird was passieren, aber trotzdem wollten wir das nicht wahrhaben, weil kein Mensch möchte sein Zuhause verlassen. Es ist unbeschreiblich, es ist, ich glaube, diese emotionale Komponente, wenn der Mensch das erlebt, dann kann das erst verstanden werden, würde ich behaupten, weil dieses Grauen, was gerade stattfindet, es ist vor einer Woche passiert. Die Stadt Kiew ist zerbombt, meine Verwandtschaft in Tschernihiw. Wir haben erstmal jetzt keinen Kontakt herstellen können. Die Städte Kharkiv, andere kleine Städte um Kiew sind zerbombt. Die Versorgungsinfrastruktur wird einfach zunichte gemacht. Zivile Wohnbezirke werden mit Bugraketen beschossen. Menschen sind vom Wasserstrom abgeschnitten, von der Wärme. Es ist jetzt zunehmend, dass es an Essen mangelt und an Trinkwasser, an Medikamenten. Es ist katastrophal. Die Lage ist katastrophal. Und das ist natürlich aber, sind die Nachrichten, die ich jetzt natürlich auch mitkriege in Live-Ticker aus der Ukraine, aus den ukrainischen, unterschiedlichen ukrainischen Quellen und auch von Freunden und Verwandten, mit denen wir Kontakt aufrechterhalten. Und das ist unfassbar. Das ist schrecklich. Das ist in Europa Krieg in dem Maßstab ausgebrochen, also jetzt sich erweitert hat, weil im Osten der Ukraine war ja der Krieg seit 2014, nur wir haben den nicht so wahrgenommen, leider. Ich höre Sie gerade nicht. Sonja, Mikrofon. Nein, das hat mich ja keiner gehört. Der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, also die Frauen, die Molotow-Cocktails machen und im Vorbeifahren auf Laster werfen, die Männer, die da in den Krieg ziehen und es eben geschafft haben, eine Armee aufzuhalten, von der man eigentlich dachte und von der ganz offensichtlich auch Putin dachte, dass das ein leichtes Spiel ist und dass er relativ schnell in Kiew sein wird, in einer sogenannten Spezialoperation. Das verfolgen wir jetzt seit einer Woche. Was glauben Sie, wir erleben aber gleichzeitig auch, Sie haben es angesprochen, eine Verschlimmerung dieses militärischen Feldzuges, dieses Überfalls. Städte werden eingekreist, werden eingekesselt. Spürt man in der ukrainischen Bevölkerung, nach dem, was Sie hören, weiterhin eine völlig ungebrochene Verteidigungsbereitschaft? Oder gibt es da schon so einen Gedanken wie, du meine Güte, wie lange soll das noch gehen? Aus den Meldungen, die ich bekomme, und das ist auch so überregional und ukraineweit, wir sind auch in vielen Chatgruppen mit anderen auch Freiwilligen, die sich auch beteiligen, dass die Stimmung nicht kippt, dass viele Menschen sind überzeugt von dem, dass wir weiterkämpfen sollen, dass die Menschen weiterkämpfen sollen. Jeder kämpft sozusagen an seine Front.
Menschen in Deutschland sind mit humanitären Sachen beschäftigt, mit politischen Inhalten. Menschen in der Ukraine organisieren sich auch, zivile Bevölkerung, zum Beispiel Männer, organisieren sich in sogenannten territorialen Verteidigergruppen. Das heißt, die schützen die Städte, die patrouillieren die Städte auch nachts. Und weil die große Gefahr besteht auch, dass es viele Diversanten, ich weiß nicht, ob dieses Wort auf Deutsch so richtig ist, also Menschen, die Provokationen machen, die bestimmte Orte kennzeichnen. Das war auch eine Meldung in der Ukraine, dass Menschen darum gebeten wurden, diese Zeichnungen wegzuwischen, mit Erde zu bestreuen, damit es nicht sichtbar ist. Das waren zum Beispiel Gasleitungen, auf die es beschossen werden kann, mit lumineszenten Farben, dass es sichtbar ist, oder auf den Wohnhäusern diese Markierungen zu machen. Ich habe persönlich aus den Nachrichten und auch aus den schlimmsten Gebieten, aus Tschernihiw, aus Kharkiv, aus Mariupol, nicht das Gefühl, dass Menschen jetzt den Geist aufgeben. Genau das Gegenteil würde ich behaupten, dass Menschen trotzdem weiter fest daran glauben, dass es weiter gekämpft werden soll. Menschen unterstützen sich gegenseitig, schließen sich in die Gruppen, in freiwilligen Gruppen auch an, zusammen, wo humanitäre Hilfe geleistet wird, wo Menschen abgeholt werden, die verwundet sind, wo medizinische Hilfe geleistet werden kann, wo zum Beispiel Geburten stattfinden. Die finden ja auch jetzt ganz viel in den Kellern statt, wo Menschen versorgt werden müssen. Medikamente. Es ist unglaublich, was gerade passiert. Also es ist unglaublich, auch diese Solidarität, wobei ich auch hier sagen muss, wir wissen nicht, wie lange die Menschen durchhalten können ohne Wasser, ohne Strom, ohne Essen. Das sind unterirdische Bedingungen. Das ist unvorstellbar. Und es wird geschossen ohne Ende. Mariupol zum Beispiel, das wird Stunden, also schon seit ununterbrochen einfach beschossen. Ich bekomme auch Fotos von meinen Freunden, auch aus den Nachrichten, wie die Städte aussehen, auch noch, wo wir vor kurzem waren. Das ist nicht wiederzuerkennen. Das ist ein Trümmerhaufen. Es ist einfach nur unglaublich, dass dieser Krieg in dem Ausmaß in Europa jetzt herrscht. Ja. Stefanie Harter, was bekommen die Russen, die russische Bevölkerung von diesem Krieg mit? Es kommt darauf an, wen man fragt. Ich denke, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten oder die sich in den sozialen Medien informieren, die kriegen natürlich schon mit, was passiert. Und die versuchen auch, ihre Verwandtschaft, ihre hartnäckig sowjetisch denkenden, Putin verehrenden Omas und Opas irgendwie davon zu überzeugen, dass da was passiert. Diejenigen, die sich in den staatlichen Medien natürlich informieren, die kriegen mit, dass die Ukrainer Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen, dass die Ukrainen von Neonazis regiert werden, dass die Ukraine einen Genozid veranstaltet im Osten der Ukraine. Das heißt, es ist eine völlige verzerrte Darstellung dessen, was eigentlich vor sich geht. Heute sind zum ersten Mal tatsächlich auch wirklich höhere Zahlen genannt worden von Putin, vom Sicherheitsrat, von gefallenen Soldaten. Aber tatsächlich wird es den Ukrainern in die Schuhe geschoben. Insofern wird das wieder umgekehrt als Argument und als Stimmungsmache im Land selber. Manfred Sapper, es heißt ganz oft, Putin sei auf einer historischen Mission. Er hat, ich glaube heute oder so, er sagt ja immer, also die Ukrainer sind im Grunde gar kein eigenständiges Volk, sondern die haben auch gar keine eigene Kultur, sondern sie streben sozusagen auf natürliche Weise nach einer Vereinigung mit Russland. Also in dem Moment, wo sie in Russland aufgehen, ist sozusagen, das ist genau das, was sie wollen. Was man sich natürlich fragt, wenn man sich die Dimension schon oder auch das Potenzial dieses Krieges ansieht. Wo endet Putins historische Mission? Ist es der Donbass? Ist es ein Streifen unten am Schwarzen Meer, dieses sogenannte Neurussland? Will er Kiew? Will er die Ukraine? Oder, auch das ist ja nicht mehr ausgeschlossen, geht er darüber hinaus? Also wenn man aus den
bald 22 Jahren etwas lernen kann, die Putin an der Macht ist, dann, dass man vom Schlimmsten ausgehen muss. Dass es keinen Anlass gibt, davon auszugehen, dass er nur blufft, sondern wenn man sich an Grosny erinnert und den Ausgangspunkt, wie er gesagt hat, was mit den Tschetschenen zu machen ist und wie das dann exekutiert wurde, dann haben wir damals die paradoxe Situation gehabt, dass wir gleichzeitig stehende Ovations, Standing Ovations im Bundestag für ihn hatten. Die deutsche Politik hat applaudiert, als er hier auf Deutsch einen Vortrag über Frieden in Europa gehalten hat. Und eins der ethnoterritorialen Gebiete in Russland, nämlich die Tschetschenische Republik, in Schutt und Asche gelegt hat. Und wir haben es erlebt, was 2015 in Syrien passiert ist. Wir wissen, dass es in dieser Hinsicht nur eine Eskalation nach oben gibt. Und in der Logik, wie er den Krieg vorbereitet hat, und er wurde propagandistisch sehr präzise vorbereitet, gibt es zwei entscheidende Markierungen. Das erste bereits 2003, als er die Auflösung der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts erklärte, nicht etwa den Zweiten Weltkrieg, nicht den Überfall der Deutschen, der 27 Millionen Sowjetbürger und Sowjetbürgerinnen das Leben gekostet hatte, sondern die Auflösung. Und das Zweite war, dass er im Sommer vergangenen Jahres einen großen Text verkappt als historisches Traktat publiziert hat über die historische Einheit der Ukrainer und der Russen. Und in diesem Text spricht er nicht davon, dass die Ostukraine zurückgewonnen werden müsste, sondern er spricht in diesem Text der Ukraine die Existenz als Ganze ab. Er sagt, und das hat er dann auch in den zwei scharfen Reden unmittelbar vor Kriegsbeginn gemacht, die Ukraine habe keine eigene Geschichte, keine eigenständige Nation sei sie, sie habe keine eigene Staatlichkeit, und sie habe keine Existenzberechtigung, weil die Regierung nicht legitim sei, sondern ein Ergebnis eines Putsches von, Zitat, drogenabhängigen Nazis. Und das Kriegsziel, was er ausgerufen hat, lautet die Denazifizierung und Entkriminalisierung der Ukraine. Hm. Das bedeutet im Klartext, da müssen wir uns dran orientieren, je breiter der Konflikt, den man definiert, je amorpher, je unpräziser, desto radikaler und breiter der Krieg. Insofern ist es nicht anzunehmen, dass es um eine begrenzte Militäroperation geht, die auf eine Abtrennung der vorher als unabhängige Staaten anerkannten Gebiete Donetsk und Luhansk rausläuft, sondern ich sage das ganz hart und ich weiß, dass das gerade im grünen Milieu vielleicht nicht so willkommen ist. Putin ist entweder vor dem Szenario Leningrader Blockade. Das bedeutet, so wie die nationalsozialistische Wehrmacht 1941 bis 1943 Leningrad ausgehungert hat, die Trinkwasserversorgung, Strom, alles ruiniert hat, so wird Kiew wahrscheinlich eingezingelt und die Leute sollen gebrochen werden, um aufzugeben. Oder aber das Szenario lautet Grosny oder Aleppo. Es wird auf massive Schläge rauskommen und in dieser Hinsicht gibt es keinen Anlass momentan von einer kurzfristigen militärischen Operation auszugehen. Im Gegenteil, man muss sich damit auseinandersetzen, dass dieser Krieg gerade erst begonnen hat und einiges dafür spricht, dass er länger dauert, als die putinschen Militärs als Szenarien entwickelt hatten.
Das ist ja genau sozusagen, das sind die schlechten Nachrichten, die wir, die ja jetzt schon seit einigen Tagen uns erreichen und an die wir uns, ja, die einfach auch genau, die, also für die Menschen in der Ukraine natürlich, aber auch hier, die einfach so enorm niederschmetternd sind. Ich würde gerne Natalia Pihonitska aber eines noch fragen. Es gibt ja einen, der im Vergleich zu Putin, der an diesem ewig langen Tisch sitzt und ganz abgeschottet ist und dann so manchmal so ein bisschen ja, enorm aggressiv auftritt. Im Vergleich dazu ist ja Volodymyr Zelensky sozusagen der neue Star zumindest der westlichen Welt. Also Kollegen, aber nicht nur Kollegen, sind regelrecht verliebt in ihn. Die Ukrainer scheinen es auch zu sein. Und abgesehen von allem anderen, dass er sozusagen dem ukrainischen Volk und der Bevölkerung natürlich viel Ruhe gibt, muss man ja doch sagen, und da spreche ich jetzt die Politologin an, dass er ja auch über eine unglaublich gute kommunikative Strategie verfolgt. Und Sie beobachten ihn ja schon länger und sehr intensiv. Und hat er die immer gehabt oder ist das etwas, was er jetzt unter dem Druck dieser Ereignisse, dieses Überfalls entwickelt hat? Vielen Dank für diese Frage. In der Tat ist die Kommunikationsstrategie auch insbesondere in dem Kriegszustand wirklich sehr wichtig und auch sehr erfolgreich. Zelensky schafft es, Menschen aufzumuntern und einfach auch zu vereinen. Das gelingt wirklich. Auch die Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz war ein sehr starkes Signal, auch sehr stark für die Bevölkerung in der Ukraine, auch wenn die als nicht sehr diplomatisch klang und auch als solche kritisiert wurde, weil sie in der Ukraine hat die Menschen, auch die selbst, die Menschen, die jetzt Zelensky viel kritisieren und kritisiert haben, dazu gebracht zu sagen, ja, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Das ist der Hilfeschrei eigentlich auch an die Welt, an die Europäische Union, weil wir eigentlich, wir haben auch gehofft, dass wir das Schlimmste noch verhindern können. Was die Kommunikationsstrategie angeht im Allgemeinen, dazu muss ich sagen, dass auch die Wahlkampagne von Volodymyr Zelensky auch schon zu Präsidentschaftswahlen sehr erfolgreich war. Die Zielgruppen wurden klar definiert und auch klar angesprochen. Das ist etwas, wo ich auch sagen kann, kein anderer ukrainischer Präsident hat das davor geschafft, die Menschen so direkt anzusprechen, wie er das geschafft hat. Und auch wenn es so Geschichten gab, wo er nicht sehr, wie soll ich sagen, nicht gut, ja, genau, nicht so günstig aufgetreten ist. Es gab so ein paar Auftritte, wo man sich später drum irgendwie ausgetauscht hat und manche Sachen waren einfach, hat man mit dem Kopf geschüttelt, aber es gibt solche und solche Meinungen. In der Situation, die wir jetzt haben, schafft er das auf jeden Fall gut und dass er auch da ist, dass der signalisiert, wir stehen zusammen, wir sind ein Volk, wir geben nicht auf, jeder Mensch fühlt sich angesprochen, das ist eine unglaubliche Stärke der Zeit. Stefanie Harter, normalerweise solltest du natürlich jetzt in Moskau das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung leiten. Da hat sich ja schon einige Monate abgezeichnet, dass das so leicht nicht geht. Und jetzt geht es, wenn ich das richtig sehe, auch darum, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Sicherheit zu bringen. Und das Vorgehen gegen die politischen Stiftungen aus dem Ausland, aber wie wir jetzt zuletzt gesehen haben, also das waren jetzt die Nachrichten der letzten Tage, gegen die letzten unabhängigen Medien, den Radiosender Echo Moskwa, den Fernsehsender Durst. Das Ganze sozusagen ist ja eine, wenn man so will, eine repressive Eskalationsspirale. Was würdest du sagen, inwieweit ist diese Repression, die wir ja auch wirklich über das letzte und vorletzte Jahr gesehen haben, die Vorbereitung gewesen auf diesen Krieg? Also ist das wirklich so, dass man sagen kann, dahinter steckte ein langer Plan,
sozusagen, und dann, der läuft jetzt ab, der läuft nicht so super, aber der läuft jetzt ab. Und dann würde mich noch interessieren, wie sind die Chancen, dass diese Repressionsspirale demnächst abflacht? Oder was sagt bei der Spirale, dass es sozusagen weniger schlimm wird für die Zivilgesellschaft, für die Meinungsfreiheit in Russland? Fangen wir mit der zweiten Frage an. Also ich glaube nicht, dass die Repression abflacht, weil je brutaler der Krieg in der Ukraine geführt wird, desto eher regt sich Protest im eigenen Land. Und wenn die Sanktionen greifen, dann regt sich auch noch mehr Protest, den man tatsächlich unterdrücken muss. Das heißt also, ich sehe hier jetzt erstmal keine Chancen, dass es abflacht. Ich denke auch, dass die Repressionen sich seit 2012 letztendlich langsam aufgebaut haben, immer mal wieder zwei Schritte vor, ein halber zurück, um dann wieder drei Schritte vorzugehen. Das war ja 2012 sind die ersten Gesetze erlassen worden, die jetzt dann auch zunehmend mehr dann angewendet worden sind. Und wir haben tatsächlich im Jahr 2021 wirklich das schlimmste Jahr gesehen, gerade für Zivilgesellschaft und unabhängige Medien. Das heißt, da sind mehr als 150.000 Leute tatsächlich verhaftet worden sind. Und das war mehr als in den ganzen 10 Jahren zuvor. Zunächst hat man im letzten Jahr auch noch gedacht, es liegt daran, dass Wahlen stattfinden. Darf man ja auch nicht vergessen, mit was für einem Aufwand die neue Duma platziert wurde und dass da auf jeden Fall alles nach Plan läuft. Dann war kurz die Hoffnung, dass es vielleicht nach den Wahlen aufhört, aber das Gegenteil war der Fall. Sodass man sich tatsächlich zwischenzeitlich noch gefragt hat, warum das eigentlich jetzt mit so einer Vehemenz passiert, auch das Memorial liquidiert worden ist, was natürlich im Nachhinein auch zeigt, dass es einer Logik folgt. Man braucht keine alternativen Geschichten, wenn man selber Geschichte als eigenes Legitimationsinstrument benutzt. Aber was wir natürlich jetzt beobachten, und das ist tatsächlich sehr, sehr bedrückend, und das verfolgen wir jetzt über die letzten Tage. Morgen geht das Gerücht um, soll Kriegsrecht in Russland eingeführt werden. Das heißt, es machen sich jetzt seit einer Woche sehr viele Leute auf den Weg, oder die sowieso im Ausland waren, gehen gar nicht zurück. Es gibt kaum noch Flugtickets. Die Flugrouten sind sowieso schon eingeschränkt worden durch die europäischen Sanktionen. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich tatsächlich für unsere Leute, die ausreisen wollen. Nach Armenien gibt es keine Tickets mehr. Die Züge nach Helsinki sind ausgebucht. Und all die anders denken oder sich auch irgendwo geäußert haben gegen den Krieg, haben jetzt schon große Angst, weil es natürlich Landesverrat jetzt ist, der mit 10 bis 20 Jahren geahndet werden kann. Junge Männer haben Sorge, dass sie nicht mehr ausreisen dürfen, weil die Angst besteht, dass sie dann eingezogen werden. Also die Situation ist sehr angespannt, unabhängig von den Sanktionen. Da hat mir jetzt ein Kollege heute noch gesagt, er hat eigentlich bis vorgestern noch gar keine großen Schlangen in Moskau gesehen vor den Automaten. Das heißt, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man nicht unbedingt das alles vermuten können. Und jetzt gibt es dann aber doch sehr viele, die Hals über Kopf die Stadt verlassen. Und wer es kann, der macht es halt schneller. Aber man kann natürlich auch nicht so ganz schnell sein Umfeld irgendwie einfach so hinter sich bringen. Und vor allem, wenn man nicht weiß, wann man wieder zurückkommt. Aber das bedeutet, wenn ich da kurz nachfrage, dass die Sanktionen im Moment noch gar nicht so greifen. Also wann kann man denn da mit irgendeinem Effekt rechnen? Naja, die greifen natürlich schon, und die Mittelklasse verliert natürlich Geld, oder die Leute, die Geld haben, die kommen jetzt auch nicht mehr dran. Das gehört auch, also meine Kollegin zum Beispiel, die haben keine Rubel mehr gekriegt oder Euros, ne, aus den Automaten. Ich denke schon, dass die greifen. Das ist aber, glaube ich, egal der Regierung, wie sie jetzt agiert. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass man da so schnell mit einer Palastrevolte rechnen kann. Aber da bin ich sehr pessimistisch, es kann auch anders laufen. Es kann ja vieles momentan anders laufen. Aber ich wage momentan nicht daran zu glauben, dass es aufgrund der Sanktionen zu einer Revolution von unten kommt. Dafür gibt es einfach auch sehr viele Sicherheitsdienste. Und es gibt sehr viele Menschen, sehr viele Männer, die auch von diesem Job abhängen und die den auch ausführen werden. Manfred Zappa, wie wahrscheinlich ist denn eine Revolution oben?
Also man sieht jetzt, wenn man im Internet die sozialen Medien verfolgt, dann gibt es jetzt schon sogenannte Threads, wo dann auf der einen Seite wird sozusagen gegenübergehalten verlorene Kriege, verlorene Herrschaft. Die Putschbilanz in Russland ist so groß nicht. Also aus der Armee, die gerade erst aufgepäppelt wurde und groß gemacht wurde, ist sehr wahrscheinlich nicht zu erwarten. Oder man hört, man sieht zumindest keinerlei Dissens, aber den würde man wahrscheinlich ohnehin erst spät sehen. Also wie wahrscheinlich oder wie groß darf unsere Hoffnung sein, dass es unter den Eliten zu Unruhen kommt und möglicherweise schon Pläne geschmiedet werden, Putin zu ersetzen? Das wissen wir alles nicht. Aber was wir wissen ist, dass niemand sich vorstellen konnte im Oktober 89, dass die Mauer fällt. Und niemand konnte sich vorstellen, dass nach einem gescheiterten Putsch in der Sowjetunion, die Sowjetunion sich friedlich auflösen würde. Das ist ganz klar. Was wir damals bei dem gescheiterten Putsch gelernt haben, ist, dass er nicht deshalb gescheitert ist gegen Gorbatschow 1991, weil so viele Demonstranten und Demokraten Herrn Jelzin auf den Straßen unterstützt haben, sondern er ist gescheitert, weil die Elite oben nicht mehr wollte. Das muss man klipp und klar sagen. Und es gibt einige Indizien dafür, dass die Homogenität der aktuellen putinschen Elite von uns überschätzt wird. Ich möchte 2, 3 Entwicklungen benennen. Im Vorfeld der militärischen Operation hat ein pensionierter General, ein Rechtsaußen in der russischen politischen Landschaft, General Leonid Iwaschow, Vorsitzender der allrussländischen Offiziersversammlung, einen Text veröffentlicht, in dem er davor gewarnt hat, das auf dem Rücken der Soldaten auszutragen, was die Politik an Konflikten mit der Ukraine hätte. Und dieser Konflikt wurde also offen angesprochen und diese Lautbarung ist nicht sofort einkassiert worden, sondern blieb längere Zeit in der russischen Öffentlichkeit. In der autoritären Öffentlichkeit, in diesem Regime, bedeutet das, dieser Text ist mit Rückendeckung einer starken Institution veröffentlicht worden, nämlich dem Verteidigungsministerium. Zweitens, die Sitzung des Sicherheitsrates, die aus theatralischen Gründen zur Propaganda erstmals in der Geschichte als öffentliche Veranstaltung durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass es erhebliche Friktionen und Irritationen in der Elite unter den sogenannten Siloviki gab. Putin hat den Chef des Auslandsgeheimdienstes... Ich kann mal ganz kurz erklären, Siloviki sind die Angehörigen von Verteidigungsministerium, Militär... Genau, das sind die sogenannten Angehörigen der Macht- oder der Gewaltministerien. Und wie er in dieser Situation den Chef der Auslandsaufklärung, des Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin, behandelt hat wie ein Schuljungen, das hinterlässt Spuren. Und das erinnert daran, dass es unter Umständen Konflikte zwischen diesen Trägern gibt. Und das ist keineswegs klar, dass die Armee und die Geheimdienste in dieser Hinsicht an einem Strang ziehen. Drittens, mit jedem Zinksack, der zurück aus der Ukraine nach Russland kommt, bricht die Lüge zusammen, dass kein Krieg geführt würde. Steffi, stimme ich zu, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung, die nicht Zugang zu ausländischen Sendern oder nicht Zugang zu sozialen Medien hat, davon ausgeht, es findet überhaupt kein Krieg statt. Das wird aber ruiniert in dem Augenblick, in dem die toten Soldaten zurückkommen. Das war 1979 bis 1989 während des Afghanistan-Kriegs, der auch wie eine kleine Militäroperation der großen Weltmacht Sowjetunion schien, ganz genau das Gleiche. Und diese Delegitimation ist keineswegs ausgeschlossen. Und ich sehe auch viel optimistischer auf die Sanktionen. Das putinsche Regime hat nicht erwartet, dass es eine derartig breite Einigkeit der gesamten Welt geben würde, in den Sanktionstopf wirklich alles reinzuwerfen, was man hat. Selbst die Schweiz, die die ganze Zeit das größte Fluchtland für Kapital aus Russland war,
hat das mittlerweile erkannt und hat sich angeschlossen. Da ist etwas im Gange. Alle Unternehmen ziehen sich zurück und es ist eine spürbare, dramatische Inflation zu beobachten. Der Rubel ist innerhalb einer Woche dramatisch abgestürzt. Die Leute merken das allerdings plötzlich und es gibt an allen Ecken und Enden auch Sanktionen, die für den gemeinen Bürger in einer kleinen Provinzstadt viel erklärungsbedürftiger sind als die großen gegen die Wirtschaftseliten, nämlich der Ausschluss Russlands aus der FIFA, aus der UEFA, aus dem Olympischen Komitee. Das ist eine Entwicklung, die hat niemand vorausgesehen. Und ich glaube, Sachen, die gemacht wurden, zum Beispiel die Hälfte der Devisenreserven, etwa 300 Milliarden einzufrieren, schmälern die Kriegskasse von Putin erheblich. Es kommt also darauf an, auf Geduld zu setzen. Wir müssen erstens davon ausgehen, dass der Krieg länger dauert als ein paar Tage und zweitens, wir müssen davon ausgehen, dass die Sanktionen langen Atem erfordern. Und dies kann dazu führen, dass die Friktionen in dem Regime tatsächlich sich verstärken und es zu solchen Brüchen kommt. Ich wollte eine Sache kurz anmerken, weil man das ganz oft hört, wenn die Rede von der ganzen Welt ist, glaube ich, ist es realistischer, was zu sagen, die Rede der ganzen westlichen Welt. China, Indien, der Nahe Osten hat einen völlig anderen Blick auf diesen ganzen Konflikt, aber das nur sozusagen, Klammer zu. Sonja, noch ein Satz zu China. Ein Satz zu China. China nein, hat nicht... Das machen wir später. Nein, Manfred, okay. Das machen wir nicht jetzt. Okay. Nein, nicht. Da können wir später drauf kommen oder wir machen nochmal ein eigenes Panel, weil da... Ich würde jetzt sehr gerne hören von Natalia Prihornitska. Es werden ja verschiedene sozusagen... Natürlich wünscht man sich, dass dieser Krieg endet. Es hat heute eine zweite Runde von Gesprächen gegeben zwischen Russland und der Ukraine. Das Einzige, was dabei rausgekommen ist oder was man hört, ist, dass es humanitäre Korridore geben soll, die, das weiß man aber auch aus der Erfahrung mit Grozny, auch nur ein Anzeichen sein können, dass es hinterher zu einem großen Angriff kommt. Das heißt, das ist nicht der Einstieg, wie man es hoffen würde, in wirkliche Friedensverhandlungen. Eine Sache, die immer wieder ins Spiel gebracht wird, um diesen Konflikt, der so schlimm werden kann, eventuell zu beenden, ist, also jetzt nicht dieses, wie Putin sagt, diese Entnazifizierung, das ist natürlich alles bizarr, aber dass man sagt, warum, wenn die Ukraine, zumindest war das der Stand vor einer Woche, ohnehin nicht in die NATO kommt, warum nicht tatsächlich über eine Neutralität der Ukraine sprechen. Gäbe es in der heutigen Ukraine überhaupt irgendwo so etwas wie eine Möglichkeit in der Bevölkerung dafür zu werben? Oder ist das etwas, was völlig undenkbar ist? Bevor ich auf diese Frage eingehe, würde ich noch ganz kurz zu dir eine Reaktion auf Manfreds Statement machen. Ich möchte auch sehr hoffen, dass die Menschen in Russland, die die Sanktionen jetzt spüren, in der Tat das kritisch hinterfragen. Nur die große Gefahr liegt daran, dass in Nachrichten, die wir auch uns manchmal sehen mit Schmerz und Übel, die Nachrichten zu 180% Grad das Gegenteil zeigen. Es werden die Bilder gezeigt von ukrainischer Armee, die angeblich jemandem da angegriffen hat und Russland schützt alle. Die russische Armee wird zu Helden dargestellt, die ukrainische Armee führt den Krieg, hat den Krieg begonnen und das ist die große Gefahr, dass diese Propaganda, die über Jahre hinweg aufgebaut wurde, einfach nicht durchbrochen wird. Und das ist meine persönliche große Hoffnung, dass es aus welchen Wunder auch passiert, dass die Menschen wirklich auf die Straße gehen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Wendepunkt zu erreichen, wenn wirklich die Menschen jetzt sich fragen, wir gucken auch, wie das beeinflussbar wäre, dass es über YouTube ist geblockt, Facebook wird geblockt, vieles wird geblockt, die Menschen haben keinen Zugang zu den Informationen, selbst die suchen und
Ich habe auch Verwandtschaft in Russland. Mir wird berichtet, es gibt viele Menschen, die putinisches Regime unterstützen und auch sagen, dass dieser Krieg, zu einem gibt es keinen und zum anderen, wenn den gibt, dann führt den die Ukraine gegen Russland. Das ist die Propaganda, die ich derzeit einfach nicht weiß, wie man der entgegenwirken kann. Auch große Hoffnung ist mit dem Anonymous. Das wurde auch verkündet, dass diese Hackergruppe sich zusammengeschlossen hat und gegen Russland sich jetzt, dass die zumindest die Inhalte versuchen zu transportieren, was alles schwierig ist, weil es auch zunehmend sichtbar auch ist, dass die ukrainische Infrastruktur, Internetinfrastruktur angegriffen wird. Fake News, zum Beispiel selbst heute bei dem heutigen Treffen, wurden gleich Nachrichten reingeworfen, dass bestimmte Regionen haben die Regionen aufgegeben, haben die Regionen aufgegeben und zu Russland erklärt. Paar Minuten später folgte, dass es ein Fake ist für Menschen, die vor Ort sind, die auch instabil Internet haben, das ist verheerend. Das ist genau diese Wunde. Das ist kurz dazu. Und jetzt zu der Frage Neutralität der Ukraine. Die ukrainische Bevölkerung hat in 2022 jetzt kurz auch von dem Ausbruch des oder zur Erweiterung des Angriffskrieges durch Russland war die Zustimmung zu NATO 71%. Das war die höchste Zustimmung, seit wir diese Umfragen für die Ukraine haben. Die Zustimmung der Menschen kam auch daher, dass 2014 die Krim annektiert wurde und der Krieg im Donbass begonnen wurde durch Russland, auch unterstützt, die Separatisten mit Waffen beliefert und auch über 8 Jahre aufrechterhalten. Die sozusagen schleichende Annexion des Donbass mit bessere Verteilung. Über 1 Million Menschen waren schon zu dem Zeitpunkt, wo die sogenannten Republiken für unabhängig erklärt wurden, oder etwa 1 Million hatten die russische Pässe. Wir haben zugeguckt, also wir, meine ich auch mehr oder weniger den Westen, wir haben das alles gewusst, wir haben das wahrgenommen, wir waren nur nicht so entschlossen, wir haben nicht daran geglaubt, dass es passieren kann. Die Neutralität der Ukraine sehe ich persönlich als nicht möglich, weil in der heutigen Welt leben wir in Bündnissen. Die Ukraine fühlt sich nicht geschützt. Die Ukraine hat nun mal Russland als Nachbar. Und Russland oder die Kreml-Führung achtet keine internationalen Gesetze, keine internationalen Rechte. Russlands Politik wird so geführt auf eine imperialistische Art. Und ich sehe nicht, wie die Ukraine ohne Bündnispartner dem Widerstand durch Russland gerecht werden kann. Es ist nicht möglich. Ich würde da gerne noch mal was dran schließen, weil Putin hat heute oder gerade noch mit Macron telefoniert. Und in dem Gespräch ging es darum, dass die Neutralität eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Tisch liegt. Das heißt, das Ergebnis, was man aus dem Élysée dann gehört war, ist, dass das Schlimmste eigentlich noch bevorsteht. Und dann fragt man dann immer, was Neutralisierung bedeutet. Neutralisierung im russischen Verständnis bedeutet nicht mehr, dass es um eine Neutralität der Ukraine geht, wenn es um die Bündniswahl geht, sondern eigentlich um eine Auslöschung des Landes. Und es gab vor einiger Zeit, gab es in der Komsomolska Pravda irgendwie 3 Szenarien, das ist vor 2 oder 3 Tagen irgendwie passiert, wo man auch von vornherein irgendwie die Neutralität letztendlich gar nicht mehr als machbar sah. Es ging irgendwie darum, die Ukraine entweder aufzuteilen. Ein bisschen kriegt Rumänien, ein bisschen kriegt Polen, großen Batzen, der kommt sowieso automatisch zu Russland, weil die Bevölkerung das will, und vielleicht bleibt noch ein Rumpf. Oder aber es wird ganz ausgelöscht. Und ich hatte den Eindruck jetzt aus dem Gespräch zwischen Putin und Macron, was eben heute stattgefunden hat, dass letztendlich das Letztere mittlerweile das Ziel ist dieser ganzen Kampagne. Und ich würde auch noch mal was sagen zu den Sanktionen in Russland. Die sind spürbar, aber auch da würde ich dann Natalia zustimmen. Die Propaganda kommt da auch nicht durch, beziehungsweise kommt durch, und auf der Basis dessen sagt sie, das ist alles der Westen, der jetzt einen antirussischen Krieg führt, obwohl wir doch eigentlich nur Gutes mit der Ukraine im Sinn haben. Also diese Verkehrung der Ursachen der schlechten wirtschaftlichen Lage, die wird zumindest momentan schon noch ausgrimmen. Wie lange sich das hält, ist eine andere Frage. Aber das ist das, was ankommt bei vielen Leuten.
Und die nächste Frage, die sich daran natürlich anschließt, wir erleben seit Tagen, also in meinem unmittelbaren Bereich, im Kulturbereich, aber nicht nur, ein sozusagen katapultartiges Loslösen von Russland. Also Museen sagen Kooperationen auf, Wissenschaftsverbände sagen sich los. Also alles, was mit staatlichen Institutionen zu tun hat. VW steigt aus Russland. IKEA war heute, was ja immer so ein Symbol sozusagen, der sozusagen die Russland ist dort angekommen oder die russische Mittelschicht ist jetzt da angekommen. Auch IKEA steigt aus. Also sozusagen, es gibt auf der einen Seite diese enorme Propaganda, auf der anderen Seite zieht sich der Westen jetzt auch wirtschaftlich und kulturell, auch sportlich zurück aus Russland. Und meine Frage, Steffi, wäre, ganz gleich, wie man sozusagen den Effekt für uns betrachtet, welchen Effekt wird das auf Russland haben? Ich glaube, verschiedentlich. Ne? Also wenn man zum Beispiel guckt im Wissenschaftsbereich, da gibt es dann schon Leute, die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kriege ich lauter Absagen von irgendwelchen europäischen Universitäten für die Teilnahme an Projekten. Das heißt, ich stehe zu Hause unter Druck und ich werde noch aus westlichen Wissenschaftsverbänden ausgeschlossen. Das ist natürlich schon auch frustrierend. Gleichzeitig würde ich da Manfred zustimmen und ich finde gerade im Fußballbereich oder in den großen kulturellen Veranstaltungen, ich glaube, da müssen sich die Leute schon fragen, was da eigentlich passiert. Insofern denke ich, dass es einen Effekt hat, was es langfristig mit dem Land machen wird. Da gibt es ein gutes Szenario und ein weniger gutes. Und lass es mal. Das gute Szenario wäre, dass auf einmal wie durch ein Wunder, wie Natalia sagt, irgendwie die Propaganda aufgebrochen wird und auf einmal alle aufwachen und sagen, oh, was ist uns da denn passiert? Und das weniger Gute ist, dass man sich tatsächlich abkapselt und sozusagen hinter dem Präsidenten versammelt und sagt, man muss den jetzt in dieser schweren Stunde tatsächlich unterstützen. Auch solche Stimmen gibt es leider. Manfred Zappa hatte sich gemeldet. Ich weiß, ja, Sonja, bei allem Verständnis dafür, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten soll, würde ich doch dafür plädieren, dass man die Prioritäten im Auge behält. Und in einer Zeit, in der zum Beispiel Natalia darauf hingewiesen hat, dass in Mariupol Leute bombardiert werden, Zivilisten sterben, Frauen und Kinder in Millionenzahl und wir sind nicht auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, in der Flucht sind, reden wir primär über das Schicksal der Opfer. Da plädiere ich sehr dafür. Und ich würde dann im zweiten Schritt erst sagen, was sind die Folgen des Krieges für die russische Gesellschaft? Aber die primären Menschen, die momentan unsere Aufmerksamkeit verdienen und die zu Wort kommen müssen, sind die Ukrainer. Denn die Frage, wer hier Täter und wer Opfer ist, ist anders als in anderen Kriegen sehr einfach zu beurteilen. Und in dieser Hinsicht sollten wir die Konzentration auf die Frage legen, was können wir an aktiven und an passiven Unterstützungen für die Ukrainer leisten. Bei den passiven meine ich jetzt nicht in das Kriegsgeschehen eingreifen, sondern Aufnahmebereitschaft, Flüchtlinge aufnehmen, materielle Unterstützung, humanitäre Konvois und so weiter. Das meine ich in dieser Hinsicht. Und die Situation in Russland, die ist ganz eindeutig. Die Verantwortung der russischen Elite und die russische Elite hat gleichzeitig die eigene Gesellschaft zu Geiseln gemacht. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Aber es ist das nachgeordnete Problem. Ja, ich glaube, es geht doch überhaupt nicht darum, Täter und Opfer zu verwechseln, sondern sich einfach ganz klar zu machen, wie politische Dynamiken sind. Und da gehört auch der Effekt der Sanktionen zu. Aber Natalia Plichanitska, Sie hatten sich gemeldet und ich würde das gerne mit einer Frage verbinden. Wie wird denn in der Ukraine wahrgenommen, speziell die Reaktion aus Deutschland? Wir schicken jetzt Waffen, es gibt eine große Welle der Solidarität. Gestern bin ich an der komischen Oper vorbeigefahren, auch die strahlt jetzt in Blau-Gelb.
Wie kommt das an in der Ukraine? Ich möchte mich auch wiederum kurz Manfred anschließen und auch diesen Punkt, den er gerade angesprochen hat, auch nochmal hervorheben, weil es geht letztlich darum, dass in Russland wird so lange kein Regimewechsel geben, solange auch die Bevölkerung schweigt. Ich weiß, dass es auch große Opfer bedeuten kann für das Land, aber diese Prozesse müssen parallel stattfinden, sowohl die Eliten als auch die Revolution von unten muss erfolgen. Wenn die Menschen schweigen, wenn das Menschen nicht trifft, ich weiß, das ist hart, ich weiß, das ist unpopulär, diese Meinung, aber ich finde, gerade ist auch der Zeitpunkt nicht so richtig gewählt, um zu gucken, wie stark die Menschen in Russland betroffen werden, sondern was mit Menschen in der Ukraine gerade passiert, weil Wohngebiete, Wohnbezirke werden zerbombt. Ja, es geht aber, ich kann es nur noch mal sagen, es geht überhaupt nicht darum, ja, es ist einfach, muss für Sie natürlich noch sehr viel schwerer sein, darüber zu reden. Und ich bin auch immer, wenn ich mit ukrainischen Gesprächspartnern, egal wo, rede, ich finde es ein Wunder, dass sie überhaupt noch die Kraft finden, hier aufzutreten. Und das, weil gerade deshalb würde mich eben, und ich probiere jetzt trotzdem einfach noch mal die Frage zu stellen, Haben denn die Menschen in der Ukraine den Eindruck, dass das, was Deutschland macht, etwas zählt? Oder wird das wahrgenommen als, naja, so ein kleines Fähnchen anstecken oder so einen kleinen Sticker, das kann ja jeder. Also wird es wahrgenommen als etwas, die Deutschen sind aufgewacht, oder es gibt ja so eine ganze Bandbreite an Reaktionen auf das, was in Deutschland passiert. Wie ist der ukrainische Blick auf Deutschland in dieser bedrängten Lage? Wenn ich ehrlich sein kann, und ich versuche es, ich war ja vor einiger Zeit, also jetzt vor ein paar Tagen in der Ukraine. Die Sorge der Menschen gerade in der Ukraine ist, wie die das überleben können. Ich rede jetzt auch von den, also in dem Gebiet, wo ich war, das ist ja westlich. Jeden Tag geht die Sirene an, Menschen gucken, was die machen. Keiner möchte, also viele möchten zu Hause bleiben, Menschen möchten das Heim nicht verlassen, wo die wohnen, wo das alles um die herum ist, wo die Familie ist. Wenn die Menschen sich dazu entscheiden, das Land zu verlassen, sind das Frauen und Kinder. Das heißt, die Familien werden getrennt, Männer bleiben. Ich glaube, es ist sehr schwierig, gerade die Solidarität aus Deutschland wahrzunehmen. Es ist schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Viele Menschen fragen nach, wie es in Deutschland ist. Wir haben auch die Bilder von Brandenburger Tor mit 100.000 Demonstrantinnen und Demonstranten gesehen. Es wurde auch in den Kanälen, in den Medien verbreitet. Man freut sich darüber, aber ich muss sagen, die Diskussion der Hilfestellung davor, vor einer Woche, wo der ukrainische Botschafter seit Wochen an die deutsche Bundesregierung appelliert hat, wo es Demonstrationen in Berlin gab, die haben nie so viel Zuspruch bekommen, wo sehr viel von Menschen, von einzelnen Personen auch appelliert wurde, Menschen, bitte, ihr könnt präventiv schon Sanktionen einführen, bitte zeigt, die EU soll zeigen, dass EU entschlossen ist. Da wurde darüber in Deutschland diskutiert, ob Nord Stream 2 in dem Sanktionenpaket ist. Meine ehrliche Einschätzung, und ich schätze all die Hilfe, die Deutschland auch an die Ukraine leistet, auch für die Förderung all der Projekte in den letzten 8 Jahren, mir ist es durchaus bewusst, dass Deutschland ein der größten Mittelgeber für die Ukraine ist. Aber in diesem entscheidenden Moment, wo es so dringend erforderlich war, ist Deutschland nicht geschlossen aufgetreten, nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und das tut mir sehr leid, das zu sagen. Aber das ist die Wahrnehmung in der Ukraine, die ich auch in Expertenkreisen mitbekommen habe. Die Waffenlieferungen, diese Zögerlichkeit, ich meine, letztlich haben wir jetzt, es werden Waffen in die Ukraine, an die Ukraine geliefert, dass wir mit historischer Verantwortung die Argumentation gehört haben, das war nicht nachvollziehbar. Das war nicht nachvollziehbar und das wird leider auch nicht mehr sich ändern können. Ich würde an dieser Stelle, wir haben ja ganz viele
Teilnehmer. Wir haben jetzt über 300 Teilnehmer. Und ich würde jetzt meinen Mitmoderatoren gerne die Möglichkeit geben, die ersten Fragen, ich könnte mir vorstellen, dass es noch sehr, sehr viele Detailfragen oder zu einzelnen Aspekten Überlegungen gibt, die ersten Fragen an die Runde zu stellen. Ja, danke, Sonja. Das Erste, was ich vorlesen will, ist keine Frage, es sind Statements. Zitat, danke Natalia, dass Sie heute sich Zeit nehmen für uns. Vielen Dank, Natalia, auch ich bewundere Ihre Stärke, noch weiter zu sprechen. Die Fragen sind große Komplexe. Nach den Sanktionen wird sehr viel gefragt, das haben wir aber auch schon hier besprochen. Ich möchte davon nur kurz erwähnen, den Hinweis, Zitat, aktuell läuft der Gasexport Russlands durch die Ukraine auf Hochtouren. Die russischen Banken, die dafür den Zahlungsverkehr regeln, können dies weiterhin tun. Es gibt einen großen Fragenkomplex nach einem möglichen Machtwechsel in Russland, das haben wir auch schon viel besprochen jetzt hier. Und es gibt Fragen nach möglichen Kriegszielen von Putin, also geopolitische Fragen, wie weit kann das gehen? Ich möchte aber jetzt direkt zur Beantwortung vielleicht eine Frage euch weitergeben, die noch gar nicht vorkam. Da wird darum gebeten, einen Kommentar zu geben zum Verhalten der chinesischen Regierung hinsichtlich des Krieges. Manfred, da stehst du doch in den Startlöchern. Nee, gar nicht. Ich wollte dir vorhin nichts anderes sagen, als dass die Tatsache, dass China in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht mit einem Veto mit den Russen gestimmt hat, zeigt, dass sowohl die Chinesen als auch die Inder ziemlich zurückhaltend sind bei der Beurteilung dessen. Ja? Und auch deine Darstellung, dass es westliche Staaten sind und nicht global, denke ich, man sollte in Erinnerung rufen, dass 181 Staaten den Angriff Russlands verurteilt haben. Und das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, worum es da geht. Der Worst Case, das muss ich wirklich sagen, was denkbar ist und worüber wir ganz, ganz ratlos wären, was uns als Westen total überfordern wäre, wäre, wenn die Chinesen in dem Fahrwasser der russischen Intervention in der Ukraine nun vollendete Tatsachen mit Taiwan planen würden. Die Chinesen gucken ganz genau hin, wie sich der Westen gegenüber Russland verhält. Das ist ein Testfall für die Geltung der globalen Prinzipien des Gewaltverbots, der Integrität von Staaten, auch wenn Taiwan nicht anerkannt ist. Das hat eine Auswirkung auf den gesamten Globus. Und in dieser Hinsicht ist auch die Frage nach der Neutralität, Sonja, das muss ich wirklich sagen, ein Rückfall hinter die Prinzipien, die wir in Europa durch den Europarat, durch die OSZE, durch die völkerrechtlichen Verpflichtungen haben. Wir können da gar nicht dahinter zurückfallen. Und das sage ich immer wieder. Russland hat Verbrechen jetzt begangen, hat einen Angriffskrieg gestartet und hat in fünffacher Hinsicht gegen Grundprinzipien des Völkerrechts verstoßen, und zwar schlimmer noch als 2014 durch die Annexion der Krim. Und in dieser Hinsicht ist jede Diskussion über die Frage, ob unter Umständen auf dem Verhandlungswege die Neutralität beschlossen werden könnte, geradezu eine Gratifikation für eine aggressive Politik. Das kann nicht sein. Und in dieser Hinsicht müssen wir uns sowohl, was die europäische Friedensordnung als auch was die globale Auswirkung dieses Krieges in der Ukraine anbelangt, ganz, ganz deutlich machen, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das haben wir auch gestern erlebt, als Annalena Baerbock eine blendende Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gehalten hat, wo sie erklärt hat, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Manfred, das ist alles, alles richtig, nur wir sind nicht bei den Vereinten Nationen, sondern wir sondieren hier ja Analysen und wägen bestimmte Szenarien ab. Und insofern würde ich sagen, kann man da Dinge ansprechen, die man möglicherweise bei der UN nicht ansprechen würde. Das nur, um das kurz nochmal festzuhalten. Und das, was ich höre, auch aus den Feeds, die ich sonst noch bei mir in der Timeline habe, also speziell auch aus dem Nahen Osten oder auch aus anderen Teilen der Welt, das nimmt man in der jetzigen krisenhaften Situation in Europa nicht wahr. Aber man ist dann manchmal sehr erstaunt, wie die Perspektiven völlig andere sind. Und das
ich will das überhaupt nicht vertiefen, aber da hat man schon häufiger mal ein böses Erwachen erlebt, weil man dachte, man spricht für die ganze Welt und dann war es doch immer nur Europa. Aber Natalia, ich würde trotzdem ein Wort, wenn wir gerade bei China sind, zu den vielen Dingen, die wir sträflicherweise nicht wussten über die Ukraine und jetzt lernen, die Ihnen aber alle schon lange geläufig sind, gehört unter anderem ja auch, dass China, wie ich jetzt erfahren habe, offenbar 30% seines Weizenimportes aus der Ukraine bekommt. Also die Ukraine sozusagen als eine Exportnation, die die viele Länder beliefert, hat für China offenbar da eine ganz besondere Bedeutung. Könnten Sie vielleicht das nochmal ausführen? Weil ich glaube, das weiß man gar nicht. Wie sind eigentlich, China ist ja immer so ein bisschen auch der Elefant im Raum, wie sind die Beziehungen der Ukraine zu China bis jetzt? Das ist eine gute Frage und China ist in der Tat ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, nicht, also kein Partner in dem Sinne, aber es wird eben so transportiert, also eben Weizen transportiert und auch, was schlimm ist, dass die Ukraine auch nicht den Genozid an Uiguren anerkannt hat, beziehungsweise sich dabei zurückgezogen hat. Das war ein symbolischer Akt und das haben sehr viele Menschen verurteilt, vor allem in Expertenkreisen. Das heißt, dass die Ukraine hat versucht oder versucht auch, das mit einzubeziehen und wie gesagt, immer auf Partner und die Bündnisse zu schließen und zu gucken, auch was das Wirtschaftliche angeht, dass die auch Verhandlungen in Saporizhia mit China geführt wurden und bestimmte Fabriken im Raum zur Verhandlung standen, was strategisch für die Ukraine auch nicht gut geheißen hätte. Also das heißt, innenpolitisch war in der Ukraine auch viel Diskussion darüber. Ich weiß jetzt, also ich kann nicht so eine gute Einschätzung gerade geben, wie China in der jetzigen Situation sich gegenüber der Ukraine verhalten wird. Ein Zeichen, das, was Manfred bereits angesprochen hat, dass bei der Abstimmung China nicht mit Ja gestimmt hat, das war auch schon, das ist auch als Zeichen zu werten, dass die sich enthalten haben. Und China ist jetzt in eine Situation, die einfach auch zuschlagen kann, wenn es in Russland losgeht. Das heißt, China hat auch großes Interesse an den Gebieten in Russland. Das muss man auch verstehen, dass wenn in der Tat in Russland jetzt Bewegung geben sollte, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen, dass wir von einem großen Krieg stehen. Also dass die Ukraine, ich möchte nicht pessimistisch sein, aber irgendwie ist es, und möchte auch nicht fatalistisch sein, aber ich sehe in der zeitigen Situation keine möglichen guten Entwicklungen, was das wird sich, also aus meiner Perspektive wird sich das nicht auf die Ukraine und Russland beschränken, weil Georgien und Moldau sind die nächsten Kandidaten, die wir wissen, es gibt Frozen Conflicts, wir wissen, wie die Situation in den Ländern ist, wir wissen, dass Russland auch diese Länder angegriffen hat, deswegen das wird das nächste Ziel sein und wir sind noch nicht bei der Frage, wie wir denken, was passieren wird, aber schon so ein bisschen einläuten darauf, ich glaube nicht, schon gar nicht, dass es irgendwie punktuell in der Ukraine, auch wenn es mir sehr schmerzt, darüber so zu reden, aber das ist irgendwie die Einschätzung auch, die ich sehe, wie die Situation sich entwickelt, aber auch, dass auch die Europäische Union in unmittelbarer Gefahr ist und ich habe keinen Vorschlag, wie es gerade gestoppt werden kann. Aber ich sehe nicht, dass es bei der Ukraine bleibt. Stoppt. Henning Bleil. Welche weiteren Fragen waren von den Zuschauern? Ja, genau diese Frage der europäischen Verteidigungsperspektive ist auch im Chat zu lesen, ob nicht jetzt doch öffentlich über eine europäische Armee diskutiert werden müsste, wie eine europäische neue Friedensordnung dann perspektivisch aussehen könne. Ich verbinde das vielleicht mit der Frage, die ich weitergebe, ob das irgendwie denkbar ist, dass eine Mediation stattfinden könnte. Also könnt ihr an die China-Frage anschließen. Die Frage lautet wörtlich, warum gibt es niemanden, der ähnlich wie ein Mediator vermitteln könnte, damit Putin möglicherweise gesichtswarend
aus der Sache herauskommt, wobei man sich natürlich fragt, welches Gesicht könnte da noch gewahrt werden. Steffi, was denkst du, wer könnte vermitteln? Also bei Gerhard Schröder hat man ja jetzt nicht mehr so große Hoffnungen, dem laufen ja inzwischen schon die Mitarbeiter weg. Also ich glaube, es braucht ja auch die Bereitschaft von Putins Seite, einen Vermittler zu akzeptieren. Und ich glaube, es muss auch von europäischer Seite wir müssen ja irgendwas haben, was wir auch aufgeben wollen, wenn es um eine Vermittlung geht. Und auch da sehe ich ehrlich gesagt nichts. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, was ich hier sage, weil ich will jetzt nicht in diese Täter-Opfer-Geschichte reinkommen und dann die Russen verteidigen oder sowas. Ne? Aber ich glaube, auch wenn es um europäische Sicherheit... Und aus dem Krieg wollen wir ja raus. Und aus dem Krieg will man raus. Ich bin tatsächlich momentan auch ratlos und auch pessimistisch. Da würde ich Natalia zustimmen, bedauerlicherweise. Eine Mediation sehe ich offen nicht. Ich hoffe inständig, dass es hinter den Kulissen irgendjemand gibt, der verhandelt und irgendwas versucht. Ich glaube aber auch, wenn wir jetzt über eine europäische Sicherheitsordnung sprechen, dann kann das nicht nur daran enden, dann, dass es eine europäische Armee gibt von der EU oder sowas. Ich glaube, eine europäische Sicherheitsordnung muss mehr umfassen. Und Russland bleibt als Land nun mal da und es bleibt auch als Nachbar da. Und ich denke, man muss vor dem Hintergrund sich schon auch überlegen, wie das mit eingebaut werden kann. Man kann ja auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass es in Russland vielleicht mal einen anderen Herrscher oder eine andere Regierung gibt, die man einbinden kann. Auch das ist nicht auszuschließen. Aber jetzt sich nur europäisch auf die eigene Verteidigungssicherung oder sowas zu konzentrieren, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Auch wenn das wichtig ist und sicherlich ein wichtiger Aspekt. Auch wenn das jetzt momentan natürlich diskutiert wird, wie das sein kann, dass man mal eben 100 Milliarden für die Bundeswehr ohne Diskussion irgendwie bereitstellt. Aber das ist tatsächlich ein anderes Thema. Das muss im Nachgang irgendwann sicherlich auch mal aufgearbeitet werden. Aber also momentan bin ich tatsächlich auch ratlos, sehe aber auch, dass die Gefahr besteht, dass bei der Ukraine nicht Halt gemacht wird. Und dass die Drohkulisse bleibt, das muss man sich, glaube ich, auch immer vergegenwärtigen. Und die wird immer eingesetzt werden. Also die Sache mit den Waffen ist, wenn man sich andere Aufstände anschaut, und gerade beispielsweise in der arabischen Welt, auch in Syrien war es am Anfang so, die Menschen sind aufgestanden und haben gesungen und getanzt und dann haben sie gesungen und getanzt und das Regime hat sie niedergeschossen. Und dann haben sie gebeten darum, dass sie Waffen bekommen. Dann haben sie Waffen bekommen und dann gab es einen Bürgerkrieg. Und nach all diesen Jahren und so vielen Millionen Flüchtlingen ist das Regime immer noch da und die Menschen sind entwurzelt. Und bei allem, wo man im Moment, also das ist mir so wirklich nur durch den Kopf gegangen in den letzten Tagen, bei allem, wo man so sehr hofft, dass es eine Befreiung geben kann, wenn Europa jetzt wehrhafter wird und wir sozusagen die Menschen in der Ukraine Waffen bekommen, um sich auch zu verteidigen gegen diesen Überfall und gegen die Zerstörung ihrer Städte und gegen dieses gegen auch die Zerstörung ihres Landes. Dann ist vielleicht doch die Frage, auch wenn Putin es im Moment nicht will, ob Waffen alleine auch diese Krise lösen. Und das ist, so kommt es mir vor, das ist das große Dilemma, das vielleicht bis auf die ganz wenigen beinharten Militaristen man ja eigentlich auch ahnt, dass Waffen alleine dieses Problem weder kurzfristig noch langfristig lösen. Darf ich fragen, welches Problem? Ja, das Problem sozusagen einer europäischen Ordnung, in der die Staaten selbstbestimmt leben können. Also Sonja, auch da glaube ich, nach allem, also sozusagen einfach jetzt nicht Wunschdenken, wir haben mehr Waffen, wir bewaffnen uns und dann schrecken wir ab, sondern sozusagen, wenn wir uns andere Erfahrungen in anderen Konflikten anschauen, dann hat sozusagen in dem Moment, wo das Niveau, ich nenne es jetzt mal ganz neutral, der Militarisierung oder der Bewaffnung zugenommen hat und wir schauen uns dieselben Konflikte 10 Jahre später an, dann hat man oft nicht den Eindruck,
dass es besser ist als vorher. Also das ist tatsächlich etwas, was ich über Jahre und Jahre an bitterer Erkenntnis mitgenommen habe. Also deswegen mein Problem, wo ich von gesprochen habe, ist tatsächlich, dass man einen autoritären Herrscher wie Putin hat, der skrupellos seine Waffen einsetzt. Und damit muss man natürlich schon umgehen. Also das wäre das, wo, und ich würde auch ungern von einem Konflikt sprechen, sondern es ist wirklich ein Krieg. Ne? Aber, es ist ein Krieg, natürlich. Das ist nochmal, also man muss auch dieser Tage sehr vorsichtig sein, wie man Dinge benennt. Aber das ist tatsächlich die Bedrohung. Das ist noch nicht mal ein Problem, es ist eine Bedrohung. So. Es bedroht die gesamte, natürlich die Ukraine, bei der Ukraine, das haben wir gerade gehört, die Sorge ist, dass es dabei nicht bleibt. Natalia, Sie haben es auch gesagt, sozusagen, es steht natürlich, steht der, sozusagen ganz Europa steht damit auf dem Spiel. Und vielleicht gibt es ja noch eine Frage aus dem Publikum, die da anschließt. Darf ich auch darauf kurz reagieren, weil ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass wir darüber reden, also vielleicht kommt es mir so vor und ich das Gefühl so kriege, dass ja, die Ukraine bekommt jetzt Waffen und die Ukraine wird jetzt noch mehr Waffen bekommen, weil die Ukrainer und Ukrainerinnen sich selbst verteidigen müssen, weil die angegriffen wurden. Aber vielleicht wäre das nicht besser, die Waffen nicht zu liefern, weil sonst dauert das ja lange an und wir tragen das, wir geben vielleicht die Ukraine auf und dann haben wir das Problem sozusagen nicht. Das ist keine Option. Das habe ich nicht gesagt und nicht ich gemeint. Ich sage einfach nur, was ich so als, wie ich das empfunden habe gerade, weil wir können darüber... Tut mir leid, wenn es ein Missverständnis war. Das habe ich nicht gesagt. Wir können auch darüber, also man soll natürlich viele Optionen auswägen und rational an die Sachen rangehen, aber Fakt ist, dass die Ukraine bereit ist für die eigene Unabhängigkeit und Freiheit und eigentlich die Verteidigung des eigenen Landes zu kämpfen. Deswegen ist es für mich, deswegen bin ich auch so enttäuscht und dieser Hilfeschrei war lange genug da, um nach Waffen und es ist jetzt, es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu sich unterhalten und zu diskutieren, hätte man früher was gemacht, ob wir das hätten verhindern können. Aber Fakt ist, dass wir jetzt sehen, Waffen werden geliefert, das Land wird zerstört, in großen Teilen jetzt sterben sehr viele Menschen, sowohl auf beiden Seiten sterben sehr viele Menschen gerade. Und wir wissen nicht, was weiterkommt. Und auch, das kam noch nicht zur Sprache, aber wir müssen im Kopf behalten, Russland ist eine Nuklearmacht. Und es gibt auch, es deutet, es gibt auch in den Nachrichten die Meldungen, es gibt die Meldung im Allgemeinen, dass Putin ist bereit, Nuklearwaffen in der Ukraine einzusetzen. Wir müssen uns auch bewusst darin sein, was das bedeutet. Und nicht nur das. In der Ukraine, gerade in diesem Moment, in dieser Sekunde, werden Kämpfe um den größten Nuklearwerk in der Ukraine geführt. Wenn der jetzt wirklich zerstört wird, wir haben eine Katastrophe ohne Nuklearwaffen hätten, wo die noch nicht eingesetzt wurden. Das ist einfach, das muss gesagt werden, das muss bewusst werden, was da gerade passiert. Und dann reden wir nicht nur von der Ukraine. Ich würde auch immer wieder betonen, dass zum Beispiel diese Drohung mit dem Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, die Putin relativ früh von sich gegeben hat, kein Zeichen der Stärke ist, sondern ein Zeichen der Schwäche. Weil er in der Tat Opfer seiner eigenen Propaganda geworden ist. Er hat das Bild gezeichnet, es gäbe eine nationalsozialistische oder eine narzisstische Clique, die Ukraine gekapert habe und die Bevölkerung, die würde sich ja nichts sehnlicher wünschen, als zu den Russen überzulaufen. Und das ist natürlich ein kompletter Irrsinn gewesen. Er hat dieses ukrainische Volk nicht ernst genommen. Er hat die ukrainische Verteidigungsbereitschaft, den Kampf um die Würde und um die Freiheit maßlos unterschätzt und hat die militärische, imperiale Selbstsicht der eigenen Truppen maßlos überschätzt. Das ist die Situation. Und ich finde, man muss wirklich diese Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, der Zerstörung der Tschechoslowakei, des Angriffs auf Polen, das sind die relevanten Vergleichsmaßstäbe, die wir brauchen. Und man muss es klipp und klar benennen. Putin ist ein Revisionist und er ist ein Revanchist. Und er hat das Interesse, die Ukraine in ein wie auch immer geartetes
Imperium, nennen wir es russländisches Imperium, nennen wir es russisches Imperium oder putinsches Imperium, zurückzubringen. Das ist klipp und klar. Und alle Sachen über europäische Friedensordnung und Gewaltfragen und Waffenlieferungen so sind deshalb irrelevant, weil er momentan weder sich auf Rüstungskontrolle noch auf Kooperation noch auf europäische Verträge einlässt. Putin hat einen Vernichtungswillen. Das ist die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Und es gibt momentan keinen einzigen anderen Weg, als diesem Vernichtungswillen möglichst entgegenzutreten, indem diejenigen Ukrainer, die sich und ihre Familien und die Freiheit dieses Landes verteidigen wollen, dabei unterstützt, sich zu verteidigen. Das ist klipp und klar. Und die These nochmal, wenn die Sanktionen greifen, und wenn viele russische Soldaten bei dieser Aggression und bei diesem Angriffskrieg sterben, wird genau das Gleiche passieren, was 1979 bis 1989 die Folgen des Afghanistan-Krieges waren. Es kommt zu einer erheblichen Delegitimation des Krieges. Warum verschärft Putin denn innergesellschaftlich momentan die Unterdrückung der Medien? Warum wurde heute Dosht zugemacht? Warum wurden in den vergangenen 7 Tagen über 7000 Leute festgenommen? Gestern eine betagte Überlebende der Leningrader Blockade, die in Leningrad gegen den Krieg demonstriert hat. Das ist doch ein Ausdruck davon, dass dieses Regime unter kolossalem Druck steht. Das ist die Kernfrage, mit der wir heute konfrontiert sind. Und ich sage es nochmal, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Und trotzdem habe ich immer den Unterschied erkannt als Deutscher, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen einem Angriffskrieg, den die Deutschen gegen die Polen geleistet haben oder die Sowjets gegen die Polen und einem Verteidigungskrieg. Der Verteidigungskrieg ist legitim. Der Verteidigungskrieg ist richtig und der Verteidigungskrieg ist in der UNO-Charta nach Artikel 51 sogar durch Waffenlieferung anderer Staaten anerkannt. Ja, das ist die Situation, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Und wir haben es mit einem Regime zu tun, was zum ersten Mal seit 1939 bis 1945 eine revisionistische Politik in Europa verfolgt. Das ist die Situation. Und da sollen wir uns nicht mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen, sondern mit den militaristischen, imperialen, kriegerischen Praktiken, die auf die Vernichtung eines Staates, auf die Vernichtung einer Bevölkerung ziehen. Und was niemand von uns die ganze Zeit gesagt hat, ist, dass diejenigen Opfer, die momentan in der ersten Woche des Krieges insbesondere zu beklagen waren, ja primär russischsprachige Ukrainer waren. Das sind ja nicht die ethnischen Ukrainer, sondern es sind die ethnischen Russen in der Ukraine, die in Mariupol und Zhytomyr und wo auch immer krepieren. Und das sagt der große Supernationalist Putin. Das ist die Situation. Er bringt faktisch die eigenen Leute um. Er ruiniert Kiew, die angeblich die Wiege seines Staates ist, des gemeinsamen russischen Reiches. Das ist die Situation. Dann sieht man erstmal, mit was für einem Zynismus, mit was für einer Menschenverachtung wir hier konfrontiert sind. Henning Bleil, ich habe eine Frage aus dem Augenwinkel gesehen im Chat. Da ging es darum, ob von Seiten der, also ob man die Sanktionen verschärfen kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ob man schärfere Sanktionen gegen Russland verhängen kann, um diesen Prozess, den über den Manfred Sapper spricht, zu beschleunigen. Ja, wer mag darauf antworten? Können wir vielleicht verknüpfen noch mit einer zusammenfassenden Frage, die auch gestellt wurde, die lese ich vor, die lautet, was wäre unter den gegenwärtigen Bedingungen das beste denkbare Szenario und was wäre von europäischer Seite notwendig, um es wahrscheinlicher zu machen? Also es bettet die Sanktionsfrage noch ein bisschen breiter ein. Natalia, mögen Sie darauf antworten? Um ehrlich zu sein, fällt es mir sogar schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich das sagen kann, dass, wo ich gerade Defizite dran sehe, dass Waffenlieferungen einfach
noch mehr, also noch größer sein müssen. Und auch Sachen, die in der Ukraine unglaublich fehlen, das sind zum Beispiel Schutzwesten, Funkgeräte, Helme. Das ist das, was gerade nicht da ist, wo ich von Freunden angerufen werde und die fragen mich, ey, kannst du für mich sowas besorgen? Das muss man sich vorstellen. Sowas wird in der Ukraine händeringend gebraucht, zum Beispiel diese Sachen. Komplette Isolierung Russlands. Also es tut mir auch wirklich schrecklich leid, das auch so zu sagen, weil wie gesagt, ich habe auch Verwandtschaft in Russland, aber ich glaube, dass diese Prozesse, dieser Wandel, dieser Wechsel, diese Änderung im Land kann nur von unten und von oben gleichzeitig stattfinden. Und gerade ist es auch der Moment, wo diese Homogenität nicht unter Eliten auch nicht so geschlossen da ist. Und auch von Iwaschow wurde der Fall schon von Manfred erläutert, dass es diese Meinung gegeben hat, dass dieser Appell gab. Der wurde nur nicht aufgegriffen. Der hing 5 Tage im Netz, dieser Appell war 4 oder 5 Tage im Netz, bis wir das in den deutschen Medien gesehen haben. Oder So habe ich das wahrgenommen. Das war nicht, das wurde auf der Internetseite der Offiziere gedruckt, sozusagen veröffentlicht und erst Tage später haben wir das gesehen in Deutschland. Es wurde nicht konsequent genug diskutiert und nicht aufgegriffen. Und ich sehe, dass wenn die Sanktionen noch härter greifen, wenn einfach ohne Wenn und Aber jetzt alles Mögliche an Isolierung stattfindet. Wie gesagt, ich lasse auch noch meine andere Rednerinnen und Redner dazu ein Statement machen, aber ich glaube, nur dann, wenn der Druck für die Gesellschaft genug ist, dass die auch keine Angst haben oder trotz der Angst auf die Straßen gehen zu Millionen und protestieren, dass dann dieser Regime zusammenbrechen kann. Weil ich glaube persönlich, dass Putin, ihm ist es egal. Er ist nicht bereit, mit jemandem zu sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass all die Bemühungen der westlichen Partner waren leider symbolisch. Das war eine Symbolpolitik. Das war nicht ernst genommen. Das haben wir in den Handlungen jetzt gesehen. Steffi, kannst du was dazu sagen, auf welche Weise man die Sanktionen verschärfen könnte, um diesen Prozess zu beschleunigen? Also was ist noch drin? Russland ist aus SWIFT ausgeschlossen worden und hat aber mit China ein eigenes System gemacht. Russische Konzerne, die Geld verlieren durch die Sanktionen, werden entschädigt. Also was sozusagen ist, was ist überhaupt noch möglich an Verschärfung der Sanktionen? Also es sind noch nicht alle Banken natürlich geschlossen. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Und dann würde ich mal sagen, geht es darum, unsere Nachfrage nach dem Erdöl einzustellen. Also Erdgas ist auch wichtig, aber von Erdöl, da sind die Gewinne höher für Russland und für den Staatshaushalt. Und ich glaube, was jetzt noch veranlasst wurde, ist die Komponentenlieferung für Waffenproduktion auch in Russland. Und Ich denke tatsächlich im Softwarebereich, da sind jetzt tatsächlich auch eine Reihe von Unternehmen mit eingestiegen, von Oracle, Microsoft und Apple, glaube ich, sind jetzt auch mit drin. Das weiß ich, also ganz genau verfolge ich das nicht, aber es tut sich schon sehr viel und ich denke schon auch, dass das relativ schnell zu einem Zusammenbruch auch der Wirtschaft führt. Da bin ich mir ziemlich sicher, das wird auch nicht durch China jetzt abgefedert werden. Ich frage mich allerdings nur, und da weiß ich halt auch nicht, das wäre eine Frage an Manfred, aber auch an Natalia, reichen Waffenlieferungen? Weil das versuchen ja alle immer so zu umgehen, diese Frage. Und meine große Sorge ist, dass wir zugucken, was passiert. Und ab einem bestimmten Punkt sind die Bilder so stark und so groß und dann wird die NATO doch eingreifen. So. Und das, finde ich, wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario. Und das, aber da bin ich ratlos auch und kann das schlecht einschätzen. Reichen Waffenlieferungen? Nein, ich glaube, Steffi, ich glaube, was relativ offensichtlich ist und was auch Biden und Stoltenberg in den letzten Tagen wiederholt gesagt haben, ist, sie greifen da nicht ein.
Wir werden es aushalten müssen, zu sehen, wie immer mehr Zivilisten krepieren, umgebracht werden und immer mehr Millionen Leute in die Flucht getrieben werden. Wenn meine schlechte Analyse, Putin ist bereit zu einer Wiederholung der Leningrader Blockade oder zu einer Wiederholung von Grozny, schrecklicherweise zutreffen würde. Ja, das ist es. Wir können ausschließen, analytisch, dass es eine Friedenserzwingung gibt nach dem Muster der Jugoslawienkriege. Damals waren die Amerikaner irgendwann bereit, da zu intervenieren und haben die in Dayton gezwungen, einen Friedensvertrag zu machen und haben anschließend 30 Jahre eine Art Oberkontrolle über das Post-Jugoslawien gesetzt, ja, mit Bosnien-Herzegowina, mit einem obersten Kommissar. Das wird es diesmal nicht geben. Die Amerikaner werden aus der Sorge in einen nuklearen Schlagabtausch verwickelt zu sein, sich daraus halten. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir sagen müssen, dass Natalias Analyse richtig ist. Die NATO würde es auch akzeptieren, wenn in Moldawien, in Transnistrien die nächste revisionistische militärische Aktion entstehen würde. Aus dieser Analyse würde ich dann schon Sonja wiederum zustimmen und sagen, ja, das stimmt. Es gibt ganz, ganz wenig Chancen, militärisch, auf militärischem Wege, durch außen, durch externe Intervention, diesen Krieg zu beenden. Wer bleibt dann als Vermittler überhaupt übrig? Als Vermittler bleiben übrig entweder die Chinesen, die unter Umständen Einfluss als Diktatorenfreund zu Diktatorenfreund auf Putin haben könnten. Das wissen wir aber nicht. Aber sie sind ein potenzieller Spieler mit der UNO. Eine UNO-Vermittlung könnte sein, aber alle anderen Aktionen fallen deshalb aus, weil die als Konfliktparteien wahrgenommen werden. Die USA gelten in der Wahrnehmung von Putin als Konfliktpartei, die NATO gilt als Konfliktpartei und die Europäische Union natürlich auch. Das heißt, das funktioniert im Wesentlichen nur über China oder aber über innergesellschaftlichen Protest in Russland. Unsere Zeit neigt sich allmählich dem Ende zu. Natalia, ich würde Ihnen gerne das letzte Wort lassen. Und man muss jetzt nicht sozusagen sich zum Optimismus zwingen. Aber was ist das? Sie haben gesagt, die Ukraine braucht Waffen, das haben wir verstanden. Sie haben gesagt, Deutschland hat zu lange nicht zugehört, was die Ukraine getan hat. Es gibt jetzt auf kultureller Ebene auch Initiativen, die nicht nur Fähnchen zeigen, sondern die auch tatsächlich zeigen, was ist das eigentlich, die ukrainische Kultur? Was wissen wir alles nicht? Was müssen wir kennenlernen? Was ist da bei uns in so einem blinden Fleck gewesen aus unserer Perspektive? Also das ist etwas, was es auch an Anstrengungen gibt. Aber ich würde Ihnen gerne das letzte Wort sagen. Was muss in Deutschland, was muss in Europa noch passieren? Zwei kleine Sachen. Also eine Sache, ich hatte im Chat auch irgendwie kurz gesehen, dass es auch eine Frage, eine Bitte so formuliert wurde, dass warum die Zivilgesellschaft nicht in Russland aktiviert sein sollte und informiert werden sollte. Da ich bin total dafür, ich bin auch dafür, dass die Zivilgesellschaft in Russland wirklich dazu beiträgt oder das für sich schafft, die Freiheiten für sich wirklich erkämpft, was wirklich sehr schwierig ist, weil die Repressionen so enorm sind. Aber ich wäre auch dafür, dass es auch ohne Menschenopfer und ohne Verhaftungen stattfindet. Zu Ihrer Frage, was in Europa und in Deutschland gemacht werden kann. Seit vielen Jahren, die ich in Deutschland lebe, sehe ich, dass die Ukraine nicht so oft als ein Subjekt der Politik wahrgenommen wird, dass es so viele blinde Flecken in der Geschichte, in dem Kulturellen gibt. Und ich denke, da fängt es schon an, dass es die Auseinandersetzung mit der Geschichte stattfindet, dass die Ukraine als ein souveräner, unabhängiger Staat wahrgenommen wird mit eigener Geschichte, dass dieses assoziatives Denken, dass aha, du kommst aus der Ukraine, was mir so oft passiert ist, ach, das ist ja auch Russland, das wird in einen Topf geworfen und wird, dann versucht man selber zu erklären, nein, das ist so nicht. Also all diese Sachen einfach mit Respekt Menschen gegenüber aufzutreten und zu sagen, ja, ihr seid ein unabhängiger Staat, ihr wart
in dem Bündnis, in der Union der Sowjetstaaten, wobei wir auch davon reden können, und das ist auch etwas, was noch gemacht werden muss, dass die Sowjetunion auch eine Okkupationsmacht in der Ukraine war, wie in baltischen Staaten. Die Unabhängigkeit der Ukraine war ja auch 1918 zum ersten Mal proklamiert. Und all diese Sachen einfach mehr Interesse zeigen für die Ukraine, auch weiterhin zu unterstützen. Und die Unterstützung in Deutschland ist enorm. Ich muss sagen, ich war 10 Tage nicht in Deutschland. Ich kam zurück in ein anderes Land. Ich konnte es selber nicht glauben. Ich wurde von vielen Menschen angerufen. Ich werde von vielen Menschen angerufen. Viele fragen, was man machen kann. Ich bin sehr dankbar dafür und freue mich, dass Menschen so hilfsbereit sind. Nur ich hoffe auch, dass wir gerade auch an einem Wendepunkt, an einer Zäsur in dieser Politik sind, dass wir nicht, was meine große Sorge ist, auch muss ich auch ehrlich gestehen, dass es nicht zu den Narrativen der Vergangenheit kommt, nicht zu Narrativen, der vor einer Woche kommt, wo wir noch überlegen, ob das nun gerecht der Kremlführung gegenüber ist oder nicht, dass wir konsequent in Deutschland bei den Meinungen sind, die wir gerade vertreten, mit Solidarität und Anerkennung diesen Kampfes für die eigene Freiheit, für die eigene Demokratie, für das eigene Land. Vielen, vielen Dank für diese engagierte Diskussion, die so schwierig ist, wie eine Diskussion über dieses Thema sein muss. Vielen Dank, Stefanie Harter, Manfred Zappa und Natalia. Vielen, vielen Dank. Henning Bleil, Sie haben noch einen Satz zu sagen zu weiteren Veranstaltungen, und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmern. Fast 300 sind uns treu geblieben, vielen Dank an alle, die beigetragen haben. Ja, der Dank auch meinerseits. Es ist auch im Chat vielfältig nachzulesen. Möglicherweise wird es ein Video dieser Diskussion geben. Das müssen wir hier noch klären mit allen Beteiligten, ob das okay ist. Wenn ja, wird es auf den Homepages der Böll-Stiftungen zu finden sein, die sich heute hier beteiligt haben. Es gibt viele weitere Veranstaltungen in einer Woche, gleich zwei zeitgleich, also kommenden Donnerstag, veranstaltet die Petra Kelly Stiftung, das ist die Bayerische Böll Stiftung sozusagen, eine Veranstaltung, die heißt Rechte Ressourcen Repräsentanz. Es geht um feministische Außenpolitik, und mit dabei ist Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy und Sonja Schiffers, unsere Büroleitung in Georgien. Das ist eine Veranstaltung, die schon länger geplant ist, aber natürlich jetzt aktuell ganz anders verlaufen wird, als sie ohne den Angriffskrieg verlaufen wäre. Aus Bremen kommt in einer Woche am 10.3. Eine Veranstaltung mit einem Fokus auf die Hintergründe des Krieges und die sicherheitspolitischen Ableitungen. Mit dabei sind dann Irinja Solonenko von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Susanne Schattenberg vom Osteuropa-Institut der Uni Bremen und Hanna Mühlenhof von der Uni Amsterdam, eine Konfliktforscherin. Am 16. März, die Kollegin kann es jetzt auch in den Chat posten, ihre Veranstaltung, das wäre sicher hilfreich. Am 16. März veranstaltet Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt eine Veranstaltung mit dem Fokus auf die ukrainische und die russische Zivilgesellschaft. Mit dabei sind dann Sergej Nagodinsky und Igor Mitschnik. Und für heute kann ich mich nur bedanken, auch für die reichhaltige Beteiligung im Chat. Es war sehr eindrucksvoll, und Natalia, mit dir gehen unsere besonderen Wünsche mit. Dann sage ich damit jetzt auf Wiedersehen, und ich hoffe, dass wir alle aktiv sind. Guten Abend.